Welcome back, ladies and gentlemen. Hier spricht der gesichtslose Manipulator. Warum hast du mich nicht eingesetzt? Grüße aus dem Jenseits. Ja. Nächste Runde. Runde Nummer, wie viel sind wir? Zwei. Drei. Okay. Zumindest bei dem. Achso, ja, einmal haben wir drunter, ja, und einmal verloren praktisch jetzt. Ne? We lost very painfully. Oh mein Gott, das lagt wieder extrem. Ja, die amerikanischen Pings sind nicht die besten heute. Ein Droide. Furion Storm Rage. So, und wieder die wunderschöne Goblin Map. Ja. Und sogar den Auktion der Arthur kriegt, den muss man jetzt überhaupt nicht brauchen, segenderweise. Auch nicht. Und dann Segen der Weisheit ist Cardraw, oder was? Cardraw, yes, of course. Ja, das läuft sich aber nicht schlecht an. Ja, und wie am Anfang ist es ein Blödsinn, gell? Ja, wenn du nichts liegen hast. Kannst du heilen. Weißt du, irgendwas, was nicht gekillt wird? Und der blast am Anfang jetzt seine Removes raus und so, ja, wenn es gut rennt. Und wir kriegen zwar zwei Raben. Wunderschön. Strategie ist, wir schicken mal die Raketen dazu hin. Das haben wir nicht getroffen. Was nicht funktioniert, ne? Das nicht ein schlechtes Zeichen ist. Die Mütze hat er, ja. Das ist klar. Ja, sonst hätte man nämlich eh schon was spielen können. Jetzt haben wir eigentlich eh schon einen Nachteil, eigentlich, weil wir die erste Runde mehr oder weniger nicht gespielt haben, oder? Ja, das ist wurscht, wir machen den wilden Fuchs. Okay. Ein leerer Mana gestartet, das heißt, du hast dann zwei mehr, sozusagen. Das ist schon ziemlich mächtig eigentlich, yeah, oder? Yay! Da haben wir den Paladin. Wächter, ja. Geile Karten, wenn man bei Mechs hier hätten, aber hast du da einige Mechs eigentlich? Ja, zwei Mechs sind drin. Die Frage ist jetzt gerade, wie denn gleich. Ja, spielen. Wenn er den nicht wegkriegt, dann ist der winzige Beschwörer eine ziemlich gute Partie eigentlich. Er wird wahrscheinlich gleich erexen, der gute Bursche. Kannst du mit dem Laser nicht anschießen? Plus 20 Schaden oder so. Plus 20 Schaden gegen einen netten Laser. Aber es ist immer wieder gern, habe ich diese taktischen Anweisungen von Pikachu. Es erinnert mich an Gnomega an die Map da eigentlich. Ja, ist so. Was war das? Warum ist jetzt gerade das Feuerwerk draufgegangen? Warum? Ah, schau, er kriegt einen Weg schon hin. Nicht weg, ja, das ist klar, aber warum ist gerade das Feuerwerk losgegangen? Ich hab keine Ahnung. Hinter. Oh mein Gott, ein Rätsel. Naja, gut, jetzt sehen wir schon, was der quasi dafür, was der Sinn eigentlich dahinter ist. Mhm. Wir sehen, wir konnten jetzt grundsätzlich, und das werden wir machen, die zwei Einzelkarten spielen, oder? Ein Death Rattle war ich, weil er wird den sowieso wegknucken jetzt, ne? Der hat noch mehr ein Leben. Du meinst den Ghoul soll spielen? Naja, ich würde da reinpfuschen, naja, den meisterhaftes Meisterwerk da. Ja, das ist natürlich. Das ist. Stören den Künstler nicht. Absolut, das ist absolut normalerweise. Also ich würde das auch so machen. Ja. Aber in dem Fall haben wir die Möglichkeit, dass wir. Und da geht es wieder um Overwhelm. Ja, dass wir quasi zwei Karten healen, weil das ist eine und die kann er vielleicht irgendwie beseitigen, weil das ist nur aufsperren. Stimmt, ja. Zwei Karten healing ist okay, so richtig toll. Ja. So ist es, ja. Und wir wollen einmal schauen, dass wir so viel wie möglich hinbringen. Wir wollen einmal schauen, dass wir am Board quasi die Board Presence, die wollen wir haben. Weil es gibt schon Möglichkeiten und Wege, wie man da, also wie der Druide vor allem das auch wegkriegen kann. Mhm. Nur die Wahrscheinlichkeit in der Arena ist natürlich nicht so hoch, dass ich die Karten habe. Was war das zum Beispiel für Karten? Starfall. Macht glaube ich plus 5 Schaden oder so, oder? Ja, oder 2 Schaden auf alle. Das war ziemlich das. Kann man sich aussuchen oder ist das? Das kann man sich aussuchen. Ja, das ist natürlich eine super geile Karte. Das ist richtig, aber die Karten glaube ich kosten 5 Mana. Das ist auch ein Karten, wie man Space werden kann. Wenn er das hochbufft, was er nicht tut, ist super. Das heißt, der hat keine Spellkarten, mit der er da jetzt quasi was machen kann. Schaut ziemlich schlecht. Also irgendwie glaube ich, der hat das gerade 7er, 8er Karten zu zeigen. Gefällt mir. Deine Lieblingskarte. Meine Lieblingskarte. Aber in dem Fall spielen wir fast in hier. Weil der Ghoul ist cool. Ich wird nicht gleich zweimal gebufft, gell? Ja. Der 2
mit dem Stern, der Ghoul wird zweimal gebufft, das gefällt mir super. Und der Gegner schaut nicht so aus, wie wenn er da irgendwelche großartigen Remove-Karten hat. Das spricht diese Taktik. Remove-Karten ist eh zum Beispiel Starfire oder sowas. Also Starfire, wo die, oder Starfall, von Magier plus 6 oder so. Also Rough ist auch so eine. Okay. Also alles Mögliche. Der hat auch zum Beispiel Swipe. Das ist, also es gibt so viele Möglichkeiten beim Druiden, der hat eigentlich also eine große Bandbreite an Board Clear Möglichkeiten, mit denen man da irgendwie das Board halt von gegnerischen Dienern befreien kann. Schauen wir mal, was er da spielt. Interessant, der überlegt voll. Überlegt, das ist wieder natürlich so ein Oberbärchen. Was ist denn so ein Oberbärchen, bitte? Man kann es aussuchen, entweder plus ein Angriff oder plus ein Leben. Meine Augen. Ja. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. Ja, kann er eigentlich nur eine Karten jetzt wegnehmen, theoretisch. Mhm. Witzig. Was haben wir da? Was sind das für Karten? Das ist Rächer und die werden wir spielen. Die ist eh geil. Und zwar in Verbindung mit dem Yeti. Heiliger Wimmer! Wir killen das da weg. Buffen wir den. Wir haben mit dem Ghoul immer Vollgas ins Gesicht. Geil. Er wird dann natürlich mit der Karten da in Ghoul killen. Mhm. Dafür wird aber durch Rächer unser Yeti fett gebufft. Das ist jetzt mal der Plan. Genial. Ja, wir werden wahrscheinlich diese Kummer, denke ich mal, weil wenn er 6 Schaden macht, der Ghoul, den kann er eigentlich nicht stehen lassen, oder? Den kann er auf gar keinen Fall stehen lassen. Aber ich weiß nicht, wie er uns legt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass er den jetzt rausnimmt und ich glaube 6 kostet Starfire. Mhm. Okay, Starfire kommt da unseren. Naja. Da müsst ihr dann vorher killen. Also wenn er Starfire hat, dann müsst ihr dann vorher Starfire, weil der wird ja, glaube ich, genau 3-2 bufft. Das heißt, wenn er Starfire nicht hat, dann also so. Ja, wird sich ganz anders. Schlingendornentiger. Und den. Okay, der ist für Hugo. In dem Fall ist er wirklich frei. Geheimnis! Ha, ha. Der Rächer! Heiliger! Mit dem Stecher! Bist du deppert, geiler Scheiß, ja. So. Die Lieblingskarten, noch mehr Lieblingskarten jetzt noch. Gut. Wir haben keinen Mech da. Leider. Ich bin fast geneigt dazu, dass ich da den Guru Bashi spiele oder ich spiele ihren Wissenschaftler und das ist fast schwach. Das ist fast schwach. Ist mir fast zu schwach. Er wird dann eher noch und hergehen und die zwei wahrscheinlich da reinwesten, außer hat irgendwas Besseres. Und die 7 Damage ins Gesicht, da kann ich fast nicht nah sagen. Genauso wird's. As you predicted, my lord. Yes, very good. So, und was macht er mit diesen 7 Mana-Kristallen, die er so zur Verfügung hat? Geht er eh gleich auf, dann haben wir Naja, man sollte die Gegner nicht unterschätzen, haben wir schon in einer von den letzten Folgen kennengelernt, wo man mit einem Lebenspunkt grausamsten. Wo der Gegner mit einem Lebenspunkt. Ja, genau. Wir haben 27 zu einem Lebenspunkt, ja, und wir haben. Ja, schaut es euch einfach an. Ja. Und der Yeti! So, jetzt kriegen wir mal einen ins Gesicht, weil den wird er auf gar keinen Fall machen, das war echt. Naja, das war ziemlich dämlich, ne? Das war ziemlich dämlich gewesen, ne? Und so wieder Geheimnis, oh mein Gott! Wir spielen jetzt da eine Kombination. Melde mich zum Dienst. 4, ja, dann bleibt da 3. Das machen wir. Wir buffen den einmal hoch. Und schauen uns das mal an, was da jetzt so kommt. Ne? Ausgezeichnet. Naja, er ist jetzt schon sehr, sehr, sehr anfällig für das, dass er vom Brettl nimmt. Aber. Unser Problem ist halt, wir haben nur mehr 1 Karten. Der hat noch 4. Das ist richtig. Das könnte noch ein bisschen. Nicht so richtig. So. Er kann dann nicht vom Brettl nehmen, weil jetzt kommt einmal unser Held. Feinste Ware. So. Und er ist. Du kannst jetzt mit dem Beschwörer aussehen. Genau, kann er nicht. Er heilt noch, er kann auch gut heilen, glaube ich, der Dudorino. Ja, der Druide. Aber er hat eigentlich nur sehr viel Gute. So plus 8. Das gibt man nicht auf einen Minion. Wo soll ich zuschlagen? Das ist viel wahrscheinlicher. Ja. Ich hab mir gedacht, der macht's ganz anders.
witzig. Candy, witzig. Ja. Aha. Ich habe mir gedacht, der macht vielleicht einen Taunt draus, einen Spott draus. Aber naja, das macht man auch nichts, nimm den raus, kein Problem. Ich habe nämlich mehrere Oder was gut gespielt, muss man auch sagen, glaube ich. Jetzt, glaub ich habe mehrere feinste Ware. Diese Frage, will ich jetzt. Was will ich jetzt gerade? Also, den will ich noch immer nicht spielen. Das macht mir irgendwie keinen Spaß. Hast du noch Mechs im Deck? Naja, ich glaube schon. Okay. Na gut, drauf spekulieren ist nicht so gescheit. Alle beide kannst du nicht spielen. Tja, interessante Kombo. Ja, tu ja mein Ding weg, oder? Das ist die Frage, ob ich ihn überhaupt weggib. Das ist die Frage, ob ich ihn überhaupt weggib. Und vor allem mit was? Gib ihn mit dem True Silver Champion weg. Oder gib ihn mit dem weg und hol mir ein Secret. Gratis. Liegt ein Geheimnis aus eurem Deck, wo du hast du keinen? Achso! Ich hab noch welche. Ja, Geheimnis war vielleicht nicht schlecht, oder? Ich weiß es auch nicht, wenn er killt mir sowieso jetzt wahrscheinlich, oder? Die Sache ist die, wir haben glaube ich jetzt zwei Dings schon hingelegt, gell? Mhm. Ja, zwei Geheimnisse. Heldenopfer haben wir zweimal hingelegt, oder? Oder war einmal Avenger dabei? Nein, anders war dabei. Was war das? Was war das für ein Geheimnis? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist ja wurscht. Also ich persönlich mach es jetzt mal ausnahmsweise mal so. Weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was das für ein Geheimnis ist. Also ich überhaupt kein Deck habe. Da sieht man schon mal wieder, wann man wie es wissert, welche Geheimnisse das man noch hat. Dann ist das natürlich so ähnlich wie beim Schnapsen, wenn ich meinen eigenen Stich kenne, ja, dann kann man sagen, passt. Kann man sagen, passt, ja, das mache ich so. Aber wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, lassen wir es mal lieber. Vor allem die Board-Situation gefällt mir nicht wirklich. Ich will mir nicht gerne ein bisschen was da lassen. Ne? Weil wenn jetzt irgendwas Hochs gespielt wird, dann möchte ich das gerne zerlegen können. Und ich glaube, so wird es passieren. Ich würde sagen, dass er da irgendwelche Legendary. It's gonna be legendary, ja. Und er wird ihn hochgebufft haben. Heiliger, wo du mein Fettes liegst. Panzermax. Perfekt. Das ist ein Mech, by the way. Super ist das. Super ist das. Den gefallen wir uns einmal so. Wer wird die Runde überleben normalerweise? Der sollte die Runde überleben. Jetzt ist die Frage. Also ich nehme den raus. Ich nehme den raus. Ah ja, der hält sich so auf. Ja, so. Okay. Gut so. Schauen wir mal, was da jetzt weiterhin dann passiert. Gibt's da irgendwelche. Ich will immer gerne wissen, wie sind die Raketen da hochgegangen? Also ich hab gar nicht geschaut, was der, ob da wirklich Sinn war. Eine Illusion war. Drei Karten können wir da ziehen, ja. Pistol-Depot-Pervers. Ist das auf Deutsch Pflege? Um Gottes Willen. Ja. Das heißt, glaube ich, beim WoW auch. Das ist irgendwie so Heal Hot. Holy crap. Heal over time. Ja. Gott, jetzt machen wir weiter da, du bist ja wirklich echt ein langsamer Dude. Monsieur Bobby, Arctor. Ja, das ist ein bisschen zart, dass man da so lange warten muss teilweise. Ja, es gibt ja auch Leute, die das einfach zwei Games gleichzeitig parallel spielen, aber nein, das ist ja auf, wo es auf zwei Laptops sind oder so. Nein, der zweimal hast du dann offen. Man kann sich zweimal einloggen, oder wie? Oder öfter sogar, oder wie? Bam! In die Fresse! Aha. Und was hat er denn da gemacht jetzt eigentlich? Aha. Ja, oder gut, er hat den hochgebufft. Den hat er gegeben, mal der Natur. Ja gut, wir machen jetzt mal unseren Kobaltwächter. Das ist ein Kobaltwächter. Ich darf einmal den anderen auch spielen, oder? Weil dann, der hat Wind Fury, oder? Da kannst du zweimal angreifen, dann ist er down. Was ist jetzt? Ich hab's vertraut gemacht. Ah, verdammt, ja. Aber ich hab's sehr wurscht, der ist ja schon gelegen. Aber es war auch gut, dass ich den vorher gespielt hab. Weil. Ich muss halt so. Nice. Naja, es geht sich nämlich nur aus, wenn ich einen Kalifel gehabt. Wir werden mal unseren Mana abmelden. Last Man Standing, wieder mal. Das letzte Gefecht, oder wie heißt das beim Krieger eigentlich? Last Dingsbums. So, auf jeden Fall, schaut's mal gut aus. Ich kenne vor allem von Tui K-Karten, die was er jetzt gerade wirklich ist. Starfire, kann da 2 wenigstens außer da, war nicht mehr. Nein, kostet 6. 7, 6, 2. Ich glaube, das war's.
Also wenn er jetzt nicht irgendwie ganz massive, leibende Karten hat, dann war es das. Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Naja, er wird, glaube ich, aufgeben wird er nicht, wenn er noch 5 Karten in der Hand hat, werden wir einige spielen. Boah, schauen wir uns mal an, was er... Oh, Sternzahl. Ja, das wird er... Boah, ins Gesicht. Wie kann er jetzt Nein Schaden machen? Das würde ich gerne sehen. Das würde ich echt gerne sehen. Ja, also Nein Schaden, das... Da bin ich gespannt. Nein Schaden, das zeigst du mir bitte. Da bin ich echt wirklich gespannt. Wie machst du Nein Schaden? Naja, das war's für ihn, ne? Interessant, dass er da das darf einmal dazu, dass er da nicht alle rausgekommen. Ja. Schwach, ein schwacher Gegner und wieder der nächste Sieg, 2 Siege, eine Niederlage. Ja, dann hören wir sehen uns im nächsten Game mit noch mehr Hopfen. Ja, bis gleich.